Hörst du, was ich höre, größter aller Zauberer? Das sind bestimmt unsere kleinen Neulinge, die gekommen sind, um Hexerei und Zauberkunst zu erlernen. Lernen? O große Hexenmeisterin, sagtet ihr lernen? Diese Hexenschule ist schon seit langem kein Ort des Lernens mehr. Sie gleicht wohl eher einem Vergnügungstempel. Ja, das ist wahr. Leider habt ihr nur allzu recht, eure Hoheit. Was für eine Schande! Unsere lieben alten Vorfahren wären in der Tat vom Besen gefallen, wenn sie das erlebt hätten. Nun, vergessen wir nicht, weshalb wir eigentlich hier sind. Es gilt, die alten Werte wiederherzustellen und zurückzukehren zu den guten alten Lehrmethoden aus unserer Jugendzeit, als man sich noch mit Ruhe und Konzentration dem Lehrstoff widmete. Oh ja, ihr habt recht. Weg mit diesen neumodischen Spaßzimmern und all dem unsinnigen Froschhüpf-Krimskrams. Einen Augenblick. Geben wir Ihnen noch eine letzte Chance. Eine Prüfung. Eine Prüfung, an der Sie in jedem... So, mein kleiner Zauberlehrling. Nun wollen wir dich mal auf die Probe stellen. Zeige uns, was du gelernt hast. Hinter diesen Türen erwarten dich deine ersten Aufgaben. Die Lehrmeister werden dir dabei ein wenig helfen. Aber auch sie werden dich kaum retten können. Ich denke, du wirst sowieso schon an der ersten Hürde scheitern. Mag sein, doch lass ihn erst mal eine Tür auswählen, damit er zeigen kann, was er gelernt hat. Falls es da irgendwas zu zeigen gibt. Eins noch. Solltest du, was äußerst unwahrscheinlich ist, tatsächlich Erfolg haben, gibt es hier in der Wand einen Apparat, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Und du kannst in das Spielezimmer gehen, wo du gewiss gerne deine Zeit verschwenden wirst. Gesetzt den Fall, dir gelingt überhaupt etwas. Doch, das Spielezimmer ist auf seine Weise durchaus nützlich. Aber die wahren Prüfungen finden in den Labors und Zimmern statt, die auf diesem und den darüber liegenden Fluren liegen. Hier erwirbst du die Zulassung zur Abschlussprüfung, dem Turmspiel. Und nur deine Geschicklichkeit entscheidet über das Schicksal dieser erbärmlichen Schule. Fang Frösche, Fische, Raupen ein, von jedem 10 sollten es sein. Und jetzt? Aufgepasst! Du weißt sicher, dass Hexen und Zauberer für die Zubereitung von Gruselgetränken kleine, glibbrige Kreaturen brauchen, die natürlich auch erstmal gefangen werden müssen. Und wie man solches Kleingetier einfängt, werde ich dir gleich erklären. Wir brauchen 10 Frösche, 10 Fische und 10 Raupen. Auf Anklicken stehen dir als Ausrüstung ein Netz, eine Angel oder ein Blatt zur Verfügung. Sieh zu, dass du immer gerade das Passende zur Hand hast. Und übrigens, nimm dich vor den blauen Fröschen in Acht. Die können verdammt unangenehm werden. In Ordnung. Ich denke, das wär's erstmal. Na dann,
Erfolgreiche Jagd. Hey! Hey! Yippee! Hey! 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 Yippee! Yippee! Hey! 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 Achtung! Die Hälfte der erlaubten Zeit ist um. Yippee! Zehn Fische. Yippee!
Ey, ey! Gut gemacht. Ein ganzer Haufen von diesem reizenden Kleingetier. Wer schöne Pflanzen ziehen will, braut einen Trank und gießt recht viel. So, ja, da wären wir. Alles ist bereit, um eine Tigerlilie wachsen zu lassen. Ja. Also, für den Anfang. In diesen vier großen Glasflaschen haben wir die geheimnisvollen Zutaten. Alle Hinweise, die du brauchst, findest du da oben auf der Schrifttafel. Entscheide dich für eine der Flaschen. Um den Hahn zu öffnen oder zu schließen, klickst du auf den Kobold, der daneben steht. Wenn das fertige Gebräu in dem großen Behälter ist, dann, dann klickst du auf den Kobold, der die Pumpe bedient, den da drüben. Der kostbare Trank wird dann über die Rohrleitung in den Pflanzentopf gegossen. Ein paar Sekunden später ist es dann soweit. Entweder wächst da eine Tigerlilie oder es wird irgendein anderes komisches Kraut. Weil du nicht bei der Sache warst und ein falsches Gebräu zusammengemischt hast. Gemacht. Toll, diese Tigerlilien sind dir ja fantastisch gelungen. Jede Hexe lernt das Fliegen, drum bleibe hier und hilf ihr üben. Ah, sei gegrüßt, Erdling. Dein Weg hat dich also zum Flugsimulator geführt. Hier geht's nun darum, die Grundbegriffe der Kunst des Besenreitens zu erlernen. Du musst erstmal die richtige Geschwindigkeit